Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen hier bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, heute auf dem Gartentisch haben wir wieder was Leckeres hier zu stehen hier. Auch noch ein Bierchen von dem lieben Harry und zwar mal wieder ein Altbiersbacher aus dieser schicken Gourmetflasche und zwar das Klosterstoff. Und das Klosterstoff ist ein Märzen, das sogar ausgezeichnet worden ist für seine besondere hochwertige Qualität. Steht auch hier nochmal drauf, 100% bester Doldenhopfen, der hier verwendet worden ist. Ja, Altbiersbacher, auch wieder der dicke Mönch da oben drauf, ja, aus Baden-Württemberg. Sehr, sehr interessant. 5,9% Umdrehungen hat dieses Märzen hier. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen ist drin. Ja, vom Etikett her hier auch nochmal dieses, was ist das hier? Gesicherte Qualität aus Baden-Württemberg, hat nochmal ein extra Siegel bekommen. Das befindet sich hier drauf, das ist so rot umrandet. Und ja, das soll wohl etwas sehr, sehr Leckeres sein, Freunde. Und genau da drauf habe ich jetzt aber auch richtig Bock, Leute. Ich habe schon wieder einen Bierdurst, das glaubt ihr ja gar nicht, ne? Boah, ja, wollen wir mal ein bisschen hier heute. Also, ja, Design. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen auch wieder so, ja, so dieses Speziellere, ne? So dieses bisschen auch so älter, so ein bisschen so designt. Allerdings, da muss ich sagen, da habe ich schon Besseres erlebt. Also das ist jetzt eher ein bisschen schlichter gehalten. Vom Design ist das jetzt nicht so ein Eyecatcher, dass man da jetzt sagen könnte, ja Mensch, das ist jetzt schon, oh, ja. Also hier mit der Unterschrift und so, das kommt schon ganz gut. Und da mit diesem Logo, mit dem dicken Mönch, ne? 900 Jahre Kloster Alpiersbach. Naja, das ist natürlich schon ganz schick, aber da geht noch mehr. Da haben wir schon was erlebt. So, ne, da die Tschechen da, die können das auch ganz gut. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen es mal auf. Ich bin gespannt, aus der Kühlung kommt es. So, zack, wow. Und hier kommen wir wirklich ordentlich Entspannungsverdampfung raus. Schaut es euch an hier, wow. Oh, richtig viel sogar. Diesmal müsste man es sogar erkennen. Also, da ist wirklich ordentlich. So, Freunde, würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Ja, guter Sound natürlich, Gourmetflasche ist klar. Die klingen immer sehr schön beim Einschank. So, gut rausgedreht, mittlerer Einschank. Könnt ihr das erkennen hier auch? Ja, schön. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Fein, finde ich schon mal gut. Jo, ein Finger bis anderthalb Finger breite Blume. Fein bis mittelporig, schneeweiß das Ganze. Naja, Tendenzen zum cremeweißen. Luftbläschen sind drauf, zerplatzen, ja, begrüßen einen, da ist schon ein bisschen Bewegung im Glas, Kraterbildung allerdings nicht. Und wir schwenken mal kurz das Glas und wir sehen auch hier, bleibt schön an der Glaswand haften. Also ein paar Proteine sind auf jeden Fall schon drin. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen da im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst rein da auch hier. Schön, oder? Sieht doch ganz gut aus, recht stabil. Ja, es ist jetzt nicht sehr kompakt, aber stabil. Also da bleibt ein richtig schöner, geebneter Blumenteppich auf dem Bier liegen. Und dadurch wird das auch eine ganze Weile, denke ich mal, frisch aussehen. So, schauen wir uns mal an, was wir da noch haben. So, da haben wir eher so ein bisschen, ja, ich würde schon mal sagen, recht dunkles Getreidegold. Das ist aber für den Märzen, muss ich sagen, jetzt nicht so ungewöhnlich. Da hatten wir schon gehabt, ne? Wobei die sich auch unterscheiden. Da kannst du einen so eher mit dunkleren Malzen und einmal welche mit helleren Malzen. Also das ist so Sorten. Meistens immer unterschiedlich. Also hier treffen wir uns einen guten Mittelweg, würde ich sagen. Also die Tendenz hin zu so einem Orangenen ist auf jeden Fall da. Ist definitiv dunkler als jetzt ein klassisches Pilz, würde ich sagen. Und sieht sehr tief aus. Also es sieht wirklich verdächtig tief aus. Richtig deep. Da ist richtig so Saftigkeit, alles andere als wässrig. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Karbonisierung ist im durchschnittlichen Bereich. Eher kleinere Perlung, aber dafür schön gleichmäßig. Ja, und das sieht sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Ich finde, das ist, oh ja, schöner Blumenteppich, ganz linear. Was soll ich sagen, Freunde? Ich finde, das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, das ist mir eine Krone-Bewertung wert, tatsächlich. Für die Optik, für die Ästhetik finde ich das richtig geil. 6 von 5, ja, /6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Der Wirt kann schon mal das nächste Zapfen gehen. Diese Flasche hat schon wieder Bierdurst. Also aus dem Grund, das kann er mal machen. So, mal anschnuppern. Oh ja, oh ja.
Ja, Freunde, da ist er wieder, ne? Das ist dann so diese Geschichte Aroma-Hopfen, ordentlich da der Dulden-Hopfen rein da. Und dann kommt dann auch mal so ein richtig schönes Aroma einem entgegen. Und jetzt habe ich ja was gelernt, ne? Ich kann mich ja gleich wieder mit angeben, mit dem, was ich gelernt habe. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwie sowas wie Cascade-Hopfen da verwendet worden ist, weil der immer so ein bisschen so dieses Grapefruit, dieses Zitrusaroma wohl nach vor schiebt. Und das sage ich, obwohl ich gar kein Brauer bin. Ich habe es nur so gelernt halt jetzt, ne? Dass gerade dieser Cascade oder Cascade, wie auch immer ausgesprochen, dafür verantwortlich ist, dass es immer so ein bisschen zitruslastig da auch daherkommt. So ein bisschen so dieses Fruchtige. Und genau dieses Fruchtige, das ist auch hier drin. Also das merke ich immer halt, wenn so ein toller Hopfen drin ist, weil das ist so angenehm in der Nase, ne? Am meisten schmecken mir dann auch die Biere übrigens. Das ist nämlich das, was der Industriestandard nicht zustande bekommt, ja? Das ist schon mal so der große Unterschied. Ja, das ist dieses, ne? Ich mag das ja immer toll, das ist so... Ja, das ist auch das, wo ich immer sage, das riecht nach Natur. Das finde ich immer schön irgendwie. Also das merkst du wirklich, da ist auch die Qualität dann auch wirklich gewährleistet. Das ist toll. Ja, ansonsten ziemlich intensiver Malzkörper. Das wundert mich bei einem Märzen jetzt auch nicht irgendwie. Das heißt, da kommt schon so eine gewisse Lieblichkeit, ne? Die kommt da schon ordentlich so zum Vorschein. Vielleicht sogar leicht karamellig. Riecht sehr angenehm vom Bouquet. Finde ich gut, alles andere als unangenehm. So, Freunde, was machen wir jetzt? Mal kurz überlegen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Antrunk. Da habt ihr bestimmt Bock drauf, oder? Ich kenne euch, Freunde. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohl. Ja, auf den Harry natürlich nochmal. Auf das Bier oder auf den Genuss. Oh. Meine Güte. Können wir schon beenden, den Test. Bestanden. Na. Ja, Freunde, das ist natürlich extrem. Ne? Das ist wieder so ein Schluck und du wirst begrüßt mit einer ja, Herzlichkeit, sage ich mal, von feinen, feinen, richtig gut harmonisch abgestimmten Aromen. Und das ist natürlich das, was ein Bierliebhaber eine ganz besondere große Freude bringt, wenn so ein Bier wirklich in so einer Qualität und mit so einem Aroma tatsächlich schon beim Antrunk in Berührung kommt. Und das ist es immer, wo ich sage, ich liebe das, was ich hier mache, weil da entdeckt man immer wieder was Neues. Und ja, das ist, also da kannst du auch gerne mal ein anderes Märzen probieren und da hast du halt diesen Effekt nicht. Also das ist halt so dieses Zaubern, was die Brauer halt drauf haben, um sowas halt hinzubekommen. Das sind dann halt diese magischen Momente tatsächlich, wo ich sage, wow, das ist so, da ist sofort die Chemie da, ne? Da, wo ich sage, so, das passt. Das ist sofort so, da gehen wir Hand in Hand, hat sofort meinen Geschmack getroffen, ja. Also, was soll ich sagen? Also hier von den Attributen her ist ganz klar erstmal ein gemütliches Bier. Das ist kein Bier, was du so wegächsen tust. Das will länger im Mundraum behalten werden. Das will ein bisschen Temperatur ziehen. Das will richtig seine Aromen, seine feineren Nuancen preisgeben und auch wirklich selbstbewusst präsentieren. Das ist wieder dieses da, wo man sagt, wow, da hast du diese Aromaspitzen drin. Das ist dieses da, wo diese Natur wirklich nach vorne tritt. Das ist dieses nicht 0815 Bier aus dem Supermarktregal. Das ist halt wieder so dieses Kunst, das ist Braukunst, das ist wieder dieses Spezielle, das ist dieses Leckerli für zwischendurch. Das ist genau dieses, was von den Attributen da in diesem Bier drin steckt. Das ist einfach fantastisch. Das heißt also, rein theoretisch, ich sagte schon, wir können diesen Test hier beenden, weil das wird natürlich eine hohe Bewertung geben. Das ist logisch schon allein aus diesem Punkt der Qualität. Das ist schon mal ganz klar. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich denke, die Leute, die das Bier trinken, die werden mir da recht geben. Da wird es die wenigen, die es geben, die sagen, nö, ich nehme doch lieber das Oettinger. Also glaube ich nicht. Also aus dem Grund, da sind wir in einer ganz hohen Kategorie der niveauvollen Biere, die wirklich speziell sind, die zum ja, Genießen halt anregen. Ne? Ganz klar, was will genossen werden, ja. Liebe Genossen, ja. So, und nun wollen wir mal gucken, wenn wir schon auf so einer hohen Ebene uns bewegen. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, wir können gucken, ob da irgendwelche Kanten drin sind, die vielleicht unangenehm werden im weiteren Verlauf des Trinkens. Das heißt, ob in der Textur irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Das ist das Einzige, was wir machen können. Also, schauen wir mal nach. Ich habe jetzt erstmal riesen Bock, da weiter zu trinken, weil das wird eine Freude, Leute. Das wird eine Freude.
Oh mein Gott, ist das saftig, ey. Das ist ja Saft. Das ist ja Biersaft, Freunde. Das ist ja lecker, ey. Mein Gott, nee. Wie haben sie denn das hinbekommen wieder, ey? Ja, ich würde sogar sagen, dieses Zusammenspiel zwischen Hopfen und Hefe hier, wirklich ein schönes Duo, was sich hier irgendwie breit macht. Und das ist recht früh. Also schon im vorderen Zungenbereich entwickelt sich da einiges und das zieht sich tatsächlich als Ummantelung bis nach hinten zum Abgang. Du hast immer dieses schöne Aroma vom Hopfen, diese Floralität, die dich die ganze Zeit begleitet auf der Zunge. Das in Kombination mit der Hefe, die man tatsächlich auch sehr, sehr schön rausschmecken kann, was ich auch absolut super finde. Ihr wisst, ich bin absoluter Hefe-Fan im Bier. Also das ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, der Malzkörper erstaunlicherweise gar nicht so intensiv, wie er riechen tut. Also der riecht tatsächlich ein bisschen intensiver, als dass er rauskommt. Ist aber auf gar keinen Fall negativ, weil, wie gesagt, das passt schon. Langanhaltender Nachhall. Also du hast wirklich mit der Speichelneuproduktion, ne, das ist schon, da hast du schon ordentlich noch lange Biergeschmack im Mundraum. Finde ich sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr weich, würde ich fast schon sagen. Voluminös, vollmundig, gehaltvoll. Süffig, in der Spritzigkeit sage ich mal eher weniger, dafür ist es so gemütlich, also es ist jetzt nicht wirklich spritzig, ne? Also das ist eher so ein bisschen was so zum dran nippen, so würde ich schon fast sagen, ne? So zum dran nippen. Ja, süffig, ja. Ein gut gewürztes Bier. Leider fallen mir diese Würzungen immer nicht ein, aber das ist schon immer so ein bisschen, ich würde schon fast sagen, das ist sogar so ein bisschen Koriander da drin und Nelke kann das sein, so ganz leicht. Auch der Säureanteil ideal ausbalanciert mit den anderen Nuancen innen drin, da ist nichts, was überlappend ist oder so. Also eine sehr, sehr schöne Textur. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich die Alkoholkante da mag, aber ich würde nicht mal von einer Kante sprechen, das ist eher ein Alkoholhügel. Also da ist keine wirkliche Kante, die abrupt penetrant oder so schmeckt. Kein Vergleich zu anderen Bieren. Ja, Freunde, was soll ich denn hier sagen, ey? Halalalalalala. Hier. Oh, Freunde, das ist einfach ein Genuss. Das ist Hedonismus. Und aus diesem Grund, Freunde, ich sag's jetzt einfach. Alpirsbacher Klosterstoff ist ein Stoff, der begeistern kann. Und aus diesem Grund gibt's jetzt mal wieder eine Krone-Bewertung. 6 von 5, / 6 möglichen Punkten. Ich habe nichts Negatives an diesem Bier feststellen können. Mag manch Sommelier herausfinden, ja, da ist da noch ein Schnipsel nicht in Ordnung und da ist so eine kleine Perlung, die mich da in der Zahnlücke stört oder so, keine Ahnung. Da gibt's immer mal so ein paar spezielle Kandidaten. Für mich ist es ein perfektes Bier. Das ist ein perfektes Bier. Das ist einfach in seiner Kategorie hochwertig, qualitativ hochwertig. Das schmeckt einfach lecker. Das kannst du deinen Gästen anbieten. Die werden sich hundertprozentig nicht beschweren. Das Einzige, was man vielleicht, und das aber wirklich nur in Anführungsstrichen, ja, so ein bisschen hier mal rauspoltern könnte, wäre, dass es nicht alltagstauglich ist. Weil das ist, wie gesagt, ein Bier, das nimmst du nicht mal eben, wenn du da aus dem Edeka rauskommst, so als Wegbier oder so, das ballerst du dir da nicht gerade in die Birne rein, weil das will halt genossen werden, ne? Das heißt, es ist eher so ein bisschen was für Sonntag, sage ich mal so. Die Quanten schön auf den Tisch, ne? Schön Mucke hören und dann genießt du das halt. Das ist ein Leckerli zum Genießen, nicht zum Berauschen. Ja, so. Das könnte man vielleicht jetzt, wenn überhaupt, als negativ, ist das negativ eigentlich gar nicht, ansehen. Aber ansonsten ist alles top. Es ist halt nur nicht wirklich alltagstauglich. Für Mittagessen vielleicht schon, dass man sagt, so ja, zum Mittag kann ich mir das jeden Tag vorstellen. Aber ansonsten einfach ein Spitzenbier. Das will getrunken werden, Freunde. Ich empfehle es. Biersuffler empfiehlt hier dieses schöne Klosterstoff. Ist ein toller Stoff. Ja, ihr Lieben, Biersüffler ist draußen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.